1000. Wachsen lassen habe. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wird das? Miniumstein ist teilweise echt wie so ein EMC-Generator, ne? Alter, gehen die schnell kaputt, die Gartenscheren. Gut, dass ich mir 4 gemacht habe. Ich habe jetzt schon die 4. Und Skelett zieht mir ein halbes Herz. Also ich habe jetzt 20, du hast mir einen Kirschsetz, also ich habe mir einen Kirschsetzling von dir genommen, jetzt habe ich 20. Lol. Heftig. So, Kirschsetzling habe ich mich gekümmert. Ich kann nicht sterben, muhaha. Stirb so. Pollen, verdammt. Jetzt brauche ich aber noch sehr viele Honigtropfen. Ah, jetzt könnte ich mal Kohle mitnehmen und mach's nicht. Ich guck aber vorher noch mal beim Kohle. Boah, der Creeper, ne? Der hat mir ein ganzes Herz gezogen. Voll hardcore. Wow! Ich stand genau vor dem Mal, zugeguckt, wie er explodiert, ne? Ein ganzes Herz hat der Sack gezogen. Voll heftig. Gleich krepiere ich echt noch so, weil ich einfach nichts esse. Spring mal in Lava oder so. Nein, das probiere ich nicht aus. Da stirbst du nicht sofort. Du, ja, nicht sofort, nur nicht, dass ich irgendwie... Glaube ich. Ja, ich mache mir so eine Lava-Badewanne, ne? Schubst mich da so rein. Ich so, oh mein Gott, ah, verliere Dia-Werkzeug und alles. Das würde ich dir nicht helfen. Doch, würde ich. Okay, auch wenn der Quarry wirklich langsam läuft. Scheiße, hier ist so ein Creeper explodiert und hat alles hässlich gemacht. Wo? In dem Riesenbergbiom da hinter meinem Haus. Ach so. Wow, Alter, das ist jetzt schon voll! Marmor? Ach, der baut hier Marmor ab? Hier ist auch noch Marmor? Wie jetzt? Hier ist auch noch Marmor. Wo? Da hinten in der Ecke. Aber trotzdem, ungefähr unter meinem Grundstück ist auch noch Marmor. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn das immer noch dazugehört. Weil es auf der ganze Map ist ein Marmorflöz. Und wie glaube ich das beide nicht mehr? Okay. WTF! Mann, ich habe aus Versehen Start gedrückt, die Windows-Start-Taste da. Mann. Da haben sich da meine Kacheln fett geöffnet. So eine Scheiße. Uncool. Uncool. Da muss ich erst mal schnell wieder auf Desktop wechseln, ja, um nicht zu krepieren, weil da 5 Zombies auf mich losgehen gerade. Du und krepieren? Ja, wann. Wann? Also ein bisschen übertrieben jetzt, ne, weil ich immer noch volle Herzen habe, aber egal. Irgendwann sind die ja auch kaputt, da die Nanosachen. Die haben kaputt, ja nur noch 7. Leer. Was? Nicht kaputt, sondern leer. Ja, gut. Oh Mann, ich bin gerade voll vom Riesenberg runtergesprungen, weil ich dachte, ich schaffe es ins Wasser, habe ich aber nicht. Ich bin einen Block davor hingeknallt. Also meine Rüstung ist noch 70% voll, warte, aber die... Warte. Ups, tut mir leid. So, jetzt kannst du weiterreden. Und meine Schuhe sind nur noch zu 45% heiler. Jetzt stört mich das auch gar nicht mehr, dass irgendwie das so ein bisschen... immer so, dass die Tiere immer auf einmal woanders sind, weil ich die trotzdem mühelos töten kann. Cool. Und jetzt kann ich die über den Tag die Rüstung immer schön aufladen und gehe ich nachts los. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt keinen Vorplan mehr habe. Irgendwie ist das cool am Anfang, aber irgendwann hast du auch zu viele Köpfe. Ein Enderman zieht mir ein bis ein halbes Herz. Cool. Wo fliege ich hier eigentlich hin? Haha, du hast da so voll das Loch in deinem Grundstück. Was? Das ist ja voll so das Loch in deinem Grundstück. Ein Creeper-Loch. Echt jetzt? Ja. Du Penner. Hä? Nein. Doch nicht von mir. Hier ist auch ein Creeper-Loch mitten im Wald. Von dem wusste ich ja noch gar nichts. Du musst echt mal Creeper-Loch. Oh, Entschuldigung. Hin.
Alter, ist mein Hof gerade vollgeschissen mit Monster. Das ist nicht gut. Nicht, dass meine Rüstung den Geist aufgibt. Das ist nicht gut. Oh, ich dachte, das wäre gut. Geht Quantumrüstung eigentlich weniger schnell alle oder hat das mehr Energiekapazität oder wie ist das? Nochmal was? Geht Quantumrüstung weniger schnell alle oder? Nein, die hat mehr Speicher, sehr viel mehr. Also nicht 100.000, sondern? Gib nur einen Weg, mal eben gucken, weil du benutzt ein Quantum, du benutzt ja immerhin einen Lapotron-Kristall und die haben echt viel Speicher. Die können, wie viele Nullen sind denn das? 1 Million EU. Alter! Voll wenig. Wie lange dauert denn da das Aufladen? Eine Weile, ist ja logisch, aber du hast, wenn du ein HV, ist es, wenn du ein HV, eine HV Charging Bench hast, die du ja dafür brauchst, und die voll ist, dann sollte das Aufladen auch ganz schnell gehen, weil eine HV Charging Bench hat auch sehr viel Speicher. Ich würde einfach irgendwie 2 Solar Arrays antun und dann ist gut. Wie sieht das mit Dunkelheit aus? Also Mondphase, wie sieht's aus? Nicht Mondphase. Mondstand. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, wie der Mond steht. Ja, geht gleich unter, gut. Da sind hier auch noch viele Sachen drin. Muss ich mir merken, wenn ich mal Cobblestones brauche oder so, habe ich... Mann, das Skelett steht irgendwie im Boden, ich weiß nicht, das ist doch scheiße. Jetzt bewegen sich die Monster gar nicht mehr und ich krieg trotzdem Damage. Ich finde das nicht gut. Schäm dich. Ja, das ist voll scheiße, aber das hatte ich genauso. Ich wäre ja nicht mehr aus meinem Zimmer rausgekommen. Bist schon so süchtig, dass du nichts anderes mehr machst, oder was? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Oh, ich habe so viel Bienenwachs. Skelette können sich jetzt TP'en, das guckt mich an und steht auf einmal 5 Meter weiter vor mir. Ja. Cool. Weil das halt so ein bisschen laggy ist, ne? Ja. Bei Enderman merke ich gleich den Unterschied, weil die es hier eh immer machen. Also. Die sind jetzt noch gefroren, aber die geben glaube ich gar keine Honigtropfen. Oder? Geben gefrorene Honigtropfen? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wombala bing bing! Okay, das war nur Bienenwachs. Ein warte ich noch ab. Kohle reicht. Ja, auch Bienen. Alter, da kam jetzt viel raus. Was haben wir denn hier? Kristalliner Pollen. Schneeball. Bienenwachs. Ach, das tue ich jetzt auch hier rein. So, 4 Kirschholz. Lol, meine Nano-Rüstung ist innerhalb von 2 Minuten fast wieder komplett aufgeladen. Cool. Weil da halt schon so viel drin war. Nur schade, dass die Energie immer so schnell alle geht. Ja, das kann sie nicht ändern. Ich verbrenne so viel Holz den ganzen Tag über. Nur damit ich eine Nacht Spaß hab. Oh Mann, was machst du das denn mit Holz? Womit denn sonst? Geothermalgenerator? Ich könnte mal Solarenergie benutzen, aber ich habe ja mein Dach noch nicht fertig. Es wird Zeit. Jetzt geht's erstmal so richtig ans Eingemachte. Ich brauche in der nächsten Zeit viel Kirschholz. Das wird ein bisschen dauern. Anscheinend droppen die neuen Bäume nur dann Setzlinge, wenn dessen Anfangssetzling, woraus sie gemacht sind, auch analysiert wurde. Hä, wo ist denn jetzt mein Miniumstein hin? Aber nur jetzt sind hier irgendwo Monster. Okay, gib mir die Axt. Ich muss jetzt jeden Baum hier abtragen. Den ganzen Wald ausrotten. Spaß, nein, nur dieses umringende Viech hier. Ich sag gerne Viech, ja. Falls einer fragt. Okay, das
ist es hier ja, schön. Viele Leute sagen so, Viech ist sein Lieblingswort. Ja, ist es. Habt ihr ein Problem damit oder was? Jünger. So, ich mache jetzt mal. Mal gucken. Ich tue jetzt mal 8 Honigtropfen rein und mach mal 3 Eichensetzlinge. So. Gut. Machen wir mal 3 Birkensetzlinge. Die sieht irgendwie als anders aus. Dann nehme ich 3. Ach komm, dann. Ne, obwohl. Ich nehme jetzt mal 3 Fichten. Red Spruce. Das für neue komische Dinger. Okay, dann packe ich hier jetzt nur noch die normalen rein.